Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blended Coaster. Die Scharen sind hier schon am Anlaufen. Und zwar haben wir jetzt eine neue coole Bahn gebaut, wo wir jetzt gleich so einen Weg daneben herlaufen lassen, dass wir da so ein paar Servicegebäude gleich hinklatschen können. Weil hier hinten ist jetzt zum Beispiel nirgends ein Toilettenblock. Und das ist eine schöne Verschönerung des Parkes. Was haben wir denn hier? Können wir so eben das leisten? Die Geldautomaten. Ich möchte eigentlich den hier. Der wirkt piratiger. Komm. Ich weiß, dass wir Geld haben. So. Mu. Ich bin eine Kuh. Mu. So. Nee, ich möchte nicht wissen, was die hier wollen. So, wirklich preiswert, findest du das? Dann finde ich, dass 16 Dollar angemessen wären. So. Ja, noch ein paar andere Läden. Zum Beispiel. Der hier wäre interessant. Der ist halt nur teuer. Wir können ihn auch hier hinten platzieren und damit den Weg verbinden. Ist auch kein Problem. Komm, wie viel kostet es? 1600. Die 300, die haben wir damit den Laden sofort wieder herin. So. Und jetzt natürlich noch verbinden mit dem Weg. Da oben. Ja, dann gehen wir halt einfach runter. Könnten wir es auch von hier oben? Wir müssten es, glaube ich, noch ein bisschen näher ranbauen, dass es wirkt. Oder? Nö, sieht gut aus. So. Jetzt sollten wir langsam so einen Plus machen, dass wir das Ganze gewinnen. Was haben wir gerade? 500. Was könnte man denn noch so bauen? Das Psychola oder das Roktopus? Das Roktopus sieht lustig aus. Wo bauen wir das hin? Vielleicht irgendwo so da vorne in den Eingangsbereich, wo diese schönen Gebäude sind. Hier steht Coming Soon. Dann bauen wir doch hier gleich was hin, wenn da was beikommt. So, dieses Schild da verabschiedet sich direkt. Und der Weg wird hergestellt. So. Oh, wir haben es geschafft. Der High Seas. Das war die schöne Holzachterbahn, die ich gerade gebaut habe. Ja. Weiter. Dann war es das eigentlich mit dem Park. Aber ich möchte euch jetzt nicht auf Ladebildschirme zwingen, deswegen zeige ich euch, wie wir den Park noch allgemein verbessern. Ich glaube, wir brauchen da jetzt gleich irgendwas, um das ganze Zeug hier platt zu machen, habe ich so die dumme Vermutung. Komm, da schaffen wir es dazwischendurch. Wir machen das hier vorne hin. So, perfekt. Kann geöffnet werden. Du öffnest einfach mal. Und dann der Weg hier hinten. So, perfekt. Muss mal schauen, dass man über keinen Stein stolpert, aber so blöd sind ja unsere Gäste nicht. Noch ein schönes Servicegebäude hinbauen. Ach ja, wir haben jetzt eigentlich den Souvenirladen, oder? Die Forschung müsste fertig sein. Okay, Herz Fantastic. Ich würde gerne ein Herz Fantastic bauen. Angepasst.
Darf ich da ein Herz Fantastic bauen? Ja. Hier, dass ihr ein Herz Fantastic habt. Ihm wolltet ihr ja so dringend. Jetzt habt ihr ihn. 43. Muss ja irgendwas Cooles noch hinbauen. Was ist das eigentlich für eine schöne Musik da im Hintergrund? Also es hört sich an wie Life is Strange. Hier ist ein Pirat, der auf Oktopusse schießt und noch ein anderer. Einer, der wohl so schaut, dass keiner kommt. Und noch sowas. Und noch einer, der sitzt. Okay, und da machen wir jetzt einfach noch so ein Servicegebäude hin. So ein kleines. So, alle, was haben wir denn da so schönes? Ein kleiner Geldautomat. Nee, wir brauchen keinen Geldautomat. Wir wollen irgendwas kleines, süßes. So eine Getränkehütte. So, 89 finde ich okay. Und der Preis muss ja noch angepasst werden. Das denkt ja jeder, das ist nichts, weil das billig ist. So, 8. Was haben wir hier? Ja, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Personal. Und zwar mehr Sicherheitsdienste. So, das müsste fürs Erste reichen. So, dann ein Hausmeister. Also 5 Hausmeister. So. Was brauchen wir denn noch? Ach, ich möchte so einen Piratentypi. Oder besser 2. So. Ich hoffe, jedem gefällt mein Park. Auf dieses Eck hier bin ich besonders stolz. Okay, das gilt nicht mehr als neu, deswegen geht da keiner hin. Oh doch. Er hatte wohl ein technisches Problem oder so. So, wie sieht's denn aus mit diesen Bemerkungen von den Leuten? Was ist denn ihr Problem? Gäste. Ich habe Durst. Ganz ehrlich. Ich habe einen einzigen Heads Fantastic gebaut. Und die wollen da nicht einkaufen und beschweren sich vorher, dass es hier keine Souvenirläden gibt. Die anderen haben Durst, obwohl ich so ungefähr 20 Getränkeläden habe. Und der ganze Müll ist widerlich, obwohl ich... Die sind einfach mal wieder dämlich, habe ich das Gefühl. Hier, die freuen sich über diesen lustigen Piraten. Was denkt Laranore, Walter? Zitrus. Da ist ein Getränkeladen. Ich sollte bald nach Hause gehen. Ich war zweimal im Kickflip. Warum denn nicht? Huch. Ist auf einmal die Hölle los. Oh, 76 Dollar hat sie noch. Da kann sie sich ja was. Mit wie vielen Leuten ist sie denn unterwegs? Die haben alle Durst. Da ist ein Getränkeladen, Leute. Es ist echt unmöglich, diese Leute hier. Was haben wir hier? Ja, haben wir gut gelöst, glaube ich, alles. Würde ich schon sagen, dass wir alles gut gelöst haben. Oder findet ihr das nicht, dass ich eine gute Problemlöserin bin? Zehn Verbrechen. Alter, was bist denn du für einer?
Sicherheitsdienst. Ernsthaft? Denn $20 ausgegeben, wie traurig. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Blendkusser. Bis dahin. Tschüss.